Minecraft hat sich über die Jahre extrem stark verändert und ist mit jedem Update immer mehr zu dem geworden, was wir heute kennen. Stück für Stück kamen neue Mobs, Blöcke und mehr dazu, was von Grund auf verändert hat, wie wir das Spiel spielen. Also habe ich mich entschieden, eine Reise in die Vergangenheit zu wagen und einen Blick auf das beste Feature aus jedem Minecraft-Update zu werfen. Von dem ersten Release der 1.0 bis zur allerneuesten 1.21-Version. Die Idee habe ich übrigens von Omicron Gaming, also riesen Shoutout an dich, Bro. Der offizielle 1.0-Release von Minecraft hat nicht ganz so viel für das Spiel getan, wie man vielleicht denken mag. Viele wissen, dass Minecraft davor schon über 2 Jahre in Alpha- und Beta-Versionen getestet wurde. Und wenn man sich die allerletzte Beta-Version so anschaut, ist es erstaunlich, wie fertig das Spiel da schon wirkt. Obwohl die Grundlage also schon stand, kam hier das erste Mal die Enddimension und der Drachenkampf richtig dazu. Das ist auch der Grund, warum genau das als Release-Version genommen wurde. Und das End ist somit für mich unbestritten der beste Teil aus dem ersten 1.0-Update. Wobei Verzauberung und der Hardcore-Modus auch erwähnenswert sind. Außer für Bedrock-Spieler, die haben Pech gehabt. Die 1.1-Version wirkt im Vergleich zu 1.0 ziemlich leer und hatte nicht mal einen richtigen Namen. Aber das liegt nur daran, dass damals ein neues Update alle paar Monate kam und dafür weniger vollgepackt war. Hier wurden Spawn-Eggs und Strände hinzugefügt und ich frage mich, warum das nicht schon von Anfang an beim Enchanting dabei war, aber man konnte jetzt auch Bögen verzaubern. Aber mit Abstand der Gewinner für mich ist die Superflat-Welt. Vielleicht nur, weil ich ein riesen Moxworm-Fan bin und seine 11 Jahre alte Survival-Superflat-Welt extrem cool finde. Aber auch so ist die Superflat-Welt aus Minecraft nicht wegzudenken. Das 1.2 Update wird auch oft Biomes Update genannt, dabei hat es eigentlich nur ein Biom hinzugefügt, den Dschungel, was zu dem Zeitpunkt nicht mal wirklich schön aussah. Das Ocelot wurde auch hinzugefügt, aber der erste Platz muss einfach an den Eisengolem gehen. Er beschützt Dörfer, hat extrem viel Leben und für Speedrunner kann er auch eine ganz gute Eisenquelle sein. Ob das moralisch in Ordnung ist, lassen wir mal so stehen. Außerdem kann man ihn in Survival spawnen, wenn man genug Ressourcen hat, was sonst nur beim Schneegolem geht und der ist im Vergleich ziemlich useless. Das 1.3 Update hatte wieder keinen richtigen Namen, aber es sind aber ziemlich coole Sachen dazu gekommen. Der Adventure Mode kam ins Spiel, Dschungel und Wüstentempel haben dem Erkunden etwas Würze verliehen und Ender Chests kamen als wichtige Verbesserung für das Lager von Items. Aber eine Sache hebte sich deutlich von den anderen ab, die Emeralds. Das Erz war absurd schwierig zu finden, um genau zu sein fast 30 mal so schwer wie Diamanten und man konnte sich nicht mal Rüstung daraus machen. Aber die Hauptaufgabe von denen war natürlich das Trading, was für mich auch deutlich das beste Feature aus diesem Update ist. Das erste Mal hat ein Villager einen Nutzen bekommen und auch wenn das Trading damals noch lange nicht perfekt war, ist es trotzdem eine extreme Verbesserung gewesen. 1.4 war das Pretty Scary Update und hat eingeführt, dass ab jetzt jedes größere Update einen Namen hat. Es kamen 4 neue Mobs, eine Menge Essen und ein zweiter Endboss, der Wither. Natürlich musste es sich auch lohnen, mit ihm den Kampf aufzunehmen und Mojang hat uns einen richtig guten Grund gegeben. Der Wither droppt einen Netherstar, mit dem man ein Beacon craften kann, was offensichtlich ein extrem krasses Endgame-Item ist und dem Spieler sehr viel Neues zum Grinden gibt. Man muss nicht nur den Wither selbst spawnen und töten, sondern auch eine gigantische Pyramide aus Erzblöcken bauen. Aber es lohnt sich, denn man bekommt einen permanenten Effekt. Und deswegen ist der Beacon für mich auch ziemlich eindeutig das beste Feature aus der 1.4. Das 1.5 Redstone Update hat, anders als man bei dem Namen denken könnte, nicht nur viel für besondere Redstone Genies verändert, sondern auch mit den simpelsten Items wie einem Hopper konnte jetzt jeder einzelne Spieler anfangen, kleine automatische Farms zu bauen. Aber auch viele weitere Sachen wie Clocks, Randomizer, Item Sorter. Ich glaube, niemand würde auf diesen Block verzichten wollen und obwohl andere Items aus dem Redstone-Update deutlich komplexere Sachen ermöglichen, hat er für mich wegen seiner Vielseitigkeit trotzdem Platz 1 verdient. Das 1.6 Horse-Update hat für mich als bestes Feature ironischerweise nicht mal die Pferde. Ich meine, klar, sie sind cool und alles, aber es gibt ein Item, das deutlich mehr für das Spiel getan hat. Neben Teppichen, Leinen und Kohleblöcken wurden hier nämlich auch Name-Tags hinzugefügt, was erstmal wie eine kleine Änderung aussieht, aber eine Menge lustige Sachen ermöglicht hat. Sie waren auch extrem wichtig für Multiplayer-Maps, um die Welt schöner zu gestalten und sind deswegen in meinen Augen das beste Feature aus dem Horse-Update. 1.7 war das Update, das die Welt verändert hat. So hieß es wirklich. Und es hielt, was das versprach. 14 neue Biome mit über 20 verschiedenen Varianten. Eine Menge neuer Blöcke, Amplified-Welten und Pufferfische. Bei so vielen Biomen ist es keine Überraschung, dass das beste Feature des Updates auch eines von denen ist. Nämlich der Dark Oak Forest. Die Bäume sind super gut zum Holzfarmen und generell gibt das Biom einen sehr mystischen Vibe ab. Die großen Pilze sind auch wirklich cool. Das Biom ist einfach einzigartig. An die 1.8 erinnern sich viele als die letzte Version mit dem alten PvP-System. Viele Server halten bis heute daran fest, aber das sogenannte Bountiful Update hat tatsächlich auch eine Menge cooler Sachen ins Spiel gebracht, wie Ozeanmonumente, Bob, Hasen und Türen. Es war schon ziemlich cool, jetzt auch die Holzversion zu bekommen, die man zum Craften benutzt hat. Aber eine weitere Sache, die an sich erstmal klein wirkt, ist eine richtige Verwendung für Lapis. Davor war Lapis zu finden irgendwie eine Verarsche, weil man damit absolut nichts machen konnte. Ähnlich wie mit Kupfer jetzt. Aber mit diesem Update brauchte man welches,
ist, um Sachen zu verzaubern. Obwohl das Enchanten dadurch eigentlich schwieriger wurde, fand ich das trotzdem sehr cool, dass Lapis jetzt eine einzigartige Verwendung hat. Und das ist somit für mich das beste Feature aus der 1.8. Das 1.9 Combat Update war ohne Frage das kontroverseste Update der Minecraft-Geschichte. Es gab jetzt einen Cooldown beim Angreifen, Schilder und Äxte waren komplett OP. Aber mir persönlich hat das deutlich besser gefallen als das, was vorher war. Mit der richtigen Taktik konnte man jetzt schnell besser werden und es ging nicht mehr nur um Klickspam. Aber so sehr ich auch gewollt habe, das als bestes Feature der 1.9 zu nehmen, gab es eine Sache, die Minecraft sogar noch mehr beeinflusst hat. Und nicht nur in diesem Update Platz 1 verdient hat, sondern auch in der gesamten Minecraft-Geschichte ganz vorne mit dabei ist. Nachdem man den Drachen besiegt hat, wurde das End jetzt erweitert und man konnte neue Inseln mit End-City-Strukturen entdecken. Und was man hier findet, hat das Spiel für immer verändert. Die Elytra. Sie macht extrem viel Spaß und durch sie ist es deutlich angenehmer, die Welt zu erkunden. Das 1.10 Frostbin Update wird am meisten in Verbindung gesetzt mit seinem Upgrade von Schneebio. Aber es kamen tatsächlich auch ein paar andere Sachen wie Fossile und Magmablöcke dazu. Endermen konnten jetzt im Nether spawnen, was für Speedrunner eine Menge bewirkt hat. Aber keines der Features hat wirklich herausgestochen. Am Ende bin ich bei den Eisbären gelandet, weil ich es einfach zu süß fand, dass Jeb sie wegen seiner Frau hinzugefügt hat, weil sie die Tiere so gerne mochte. Wisst ihr noch, wie ich gesagt hatte, Dark Oak Forest ist ein cooles Biom? Naja, sie wurden noch besser mit dem 1.11 Exploration Update, denn jetzt kamen die Woodland Mansions dazu. Sie waren einzigartig, hatten eine Menge Spaß zum Erkunden gemacht und man konnte recht gut Loot finden. Aber sie sind für mich trotzdem nicht das beste Feature aus dem 1.11 Update, denn hier haben Schalker zum ersten Mal mit den Schalker Shells einen Drop erhalten und aus denen konnte man jetzt Schalker Boxen machen. Items zu lagern wurde mittlerweile ein richtiges Problem, weil seit dem ursprünglichen Release so viel dazugekommen ist. Kisten konnte man nicht mitnehmen, Ender Chests waren einfach zu klein und Schalker Boxen haben sich deswegen eindeutig den Titel als bester Teil des 1.11 Updates verdient. Das 1.12 World of Color Update wurde released, bevor Regenbögen für LGBTQ standen. Also beat the beat, der chillt in den Kommentaren. Jedenfalls hatten jetzt alle Blöcke verschiedene Farben, von Betten zu Concrete zu Terracotta, was besonders für Bilder echt gut war. Aber weil ich ungefähr so gut bauen kann wie dieser moderne Künstler hier, habe ich lange überlegt, irgendetwas anderes wie Papageien als bestes Feature der 1.12 zu nominieren. Ich meine, wer mag die süßen Dinger nicht? Aber am Ende habe ich mich doch auf Concrete festgelegt, denn das ist einfach ein so vielseitig einsetzbarer Block, der eine Menge coole Bauwerke ermöglicht. Das 1.13 Aquatic Update hat die Ozeane komplett verändert und einfach nur wunderschön gemacht. Es wurden Delfine, Schildkröten und eine Menge hübscher Fische hinzugefügt. Und Korallen sind definitiv eines der schönsten Biome in ganz Minecraft. Es gab auch eine echt coole neue Struktur in Form von Shipwreck. Und ich habe mich fast für die entschieden, aber am Ende musste es doch einfach die neue Schwimmfähigkeit sein. Das ist einfach nicht zu vergleichen mit dem, was wir vorher hatten. Und der neue Crouch-Modus, womit man durch einmal ansichern konnte, kam auch dazu. Das 1.14 Village and Pillage Update hat wirklich eine Menge verändert. Das komplette Villager-System mit den neuen Berufsblöcken, Bambus und Scaffolding kamen dazu und natürlich die Pillager mit ihren Outposts und ihrer neuen Waffe, dem Crossbow. Aber noch besser als alles zusammen sind in meinen Augen die Raids. Wenn ihr noch nie einen gespielt habt, würde ich euch das definitiv empfehlen. Es ist super spannend, das Dorf zu verteidigen, vor allen möglichen Mobs wie Hexen oder Ravengern. Und der Eisengolem, der die 1.2 gewonnen hat, kann jetzt auch nochmal sein volles Potenzial zeigen. Im Vergleich zum 1.14 und 1.16 Update wirkt die 1.15 mit Buzzy Bees wie ein kleiner Witz zwischen den beiden. Fast wie das eine Kind, mit dem niemand spielen wollte. Das Update hat Bienen hinzugefügt und Honig und das war's. Naja, eine sehr gute Mini-Änderung war, dass Eisengolems jetzt mit Rissen anzeigen, wie viel Leben sie haben. Was ziemlich hilfreich sein kann, wenn man sie über Raids heilen will. Aber wenn wir ehrlich sind, sind da schon die Honigblöcke cooler und werden somit als bestes Feature vom 1.15 Mini-Update gekrönt. Das 1.16 Nether-Update hat dagegen eine ganze Dimension von Grund auf verändert. Wir haben neue Mobs, neue Strukturen und neue Biome bekommen und es wurde eine viel größere Herausforderung, im Nether zurechtzukommen. So ein Update ist natürlich riskant und die Chance besteht immer, dass die Community die drastischen Änderungen nicht mag, wie beim Kampfsystem in der 1.9. Aber in diesem Fall hat es ziemlich sicher alle Erwartungen gesprengt und ist sogar als bestes Minecraft-Update aller Zeiten im Gespräch. Es war unfassbar schwer, sich auf ein Feature festzulegen, denn die neuen Biome sind wunderschön, die Mobs gefallen mir und sogar die Music-Disc ist grandios. Aber am Ende habe ich mich für die Bastion entschieden. Sie ist bei Speedruns entscheidend und für normale Survival-Spiele eine extrem spannende Herausforderung. Vielleicht könnt ihr euch an das Drama erinnern, als das Caves and Cliffs-Update in zwei Teile geteilt wurde und die 1.17 hat sich erstmal auf die neuen Mobs und Blöcke fokussiert. Es kamen die Lush Caves, das Kupfer und das Deep Slate. Aber mit Abstand
Überraschend am besten fand ich einen bestimmten Mob, das Axolotl. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese kleinen süßen Amphibien Minecraft ein ganzes Stück schöner macht. Jedes Mal, wenn man eins findet, freut man sich und das blaue Axolotl gibt einem noch ein weiteres Grindprojekt für das Endgame. Das Caves and Cliffs 1.18 Update brachte endlich die lang ersehnte neue Weltengenerierung. Zusammen mit allen neuen Biomen wie den Bergen oder den riesigen Dripstone Caves. Eine neue Music Disc kam auch ins Spiel. Aber mit Abstand den Titel des besten Features hat in meinen Augen das Jagged Pix Biom verdient. Das gibt einer Minecraft-Welt einfach so viel mehr Leben und ganz zu schweigen, wenn man sie im Hintergrund von seiner Base aus noch sehen kann. Sie wirken fast schon wie aus einer Custom World Edit Map und es ist extrem cool, sowas Beeindruckendes tatsächlich im Spiel zu sehen. Die 1.19 wurde das Wild Update genannt, aber nachdem die Glühwürmchen abgesagt wurden, waren die Leute ziemlich sauer. Die Begründung war wirklich dumm, aber das Update hatte immer noch eine Menge zu bieten. Wir haben die neuen Mangrove-Swamps zusammen mit Fröschen und den Elays bekommen, aber das Star des Updates war eindeutig die Ancient City. Die wurde zwar zusammen mit dem Warden schon in der 1.18 versprochen, aber jetzt, wo sie da war, hat sie alle begeistert. Die Struktur ist zwar extrem gruselig, aber man ist trotzdem neugierig genug, sie zu erkunden. Und die ganzen Skalkblöcke sind auch wirklich cool. Das gesamte Konzept von einem soundbasierten Erlebnis haben wir hier zum ersten Mal gesehen. Die 1.20-Version wurde von vielen als mittelmäßig betrachtet und ziemlich oft als random Shit-Update bezeichnet. Es hat sich einfach kein richtiges Konzept durch das Update gezogen. Wir haben Bambusholz bekommen, hängende Schilder, Archäologie, Kamele und das alles ist ja ganz nett, aber es passt einfach nicht wirklich zusammen. Dennoch muss ich sagen, dass mir mit Abstand am besten die neuen Cherry Blossom Biome gefallen haben. Am Anfang war ich ziemlich skeptisch gegenüber einem pinken Holz, aber jetzt, wo ich es testen konnte, bin ich mehr als überzeugt. Das Biom ist einfach wunderschön und gibt einem ein tolles Gefühl, wenn man eins von ihnen findet. Es steht daher für mich auf jeden Fall als bestes Feature der 1.20 fest. Das 1.21 Update ist zu dem Zeitpunkt des Videos noch nicht draußen, aber auf den ersten Blick wirkt es wie eine deutliche Verbesserung gegenüber zum letzten Mal. Wir bekommen einen neuen Dungeon und eine Menge neuer dekorativer Blöcke. Aber was das Update wirklich ausmacht, ist der Crafter. Ein Feature, was sich fast wie ein Mod anfühlt und ich nie im offiziellen Game erwartet hätte. Aber das eröffnet uns so viele Möglichkeiten und ist meiner Meinung nach zusammen mit der Elytra eines der besten Features der Minecraft-Geschichte. Check gerne dieses Video ab, wo es um die krassesten Bastiger-G-Challenges aller Zeiten geht. Und falls ihr das schon gesehen habt, schaut euch einfach mal auf meinem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und ein riesen Danke an alle Mitglieder.